Ich kann nicht mehr. Ja, Gottes Willen, was ist denn los? Was ist denn los? Warum sind Sie so nervös, Herr Gerron? Tun Sie mir einen einzigen Gefallen, Herr Doktor, schreien Sie mich bloß nicht an. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich kann seit Monaten keine einzige Nacht mehr schlafen, dieser Lärm, dieser Radau. Aber lieber Gerron, Sie haben doch ein eigenes Haus. Aber Menschenskind, das ist doch gerade der Grund, weswegen. Ich finde bei mir zu Hause keine Ruhe. Es klopft, es hämmert, es donnert immer zu. Es schreit, miau, es bellt, wow, wow. Bei mir geht's wie im Irrenhause zu. Des Nachts um vier, mit einem Male, da höre ich Eisenbahnsignale. Und fragen Sie mich jetzt erstaunt, woher das kommen kann, dann bitte hören Sie mich an. Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche. Das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Er macht es so, dass ich mich selber täusche. Es gibt nichts, was mein Bruder nicht vertont. Er macht das Waldesrauschen, er macht den Wogenfall, er macht das Küssetauschen und den Revolverknall. Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche. Das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Er ist im Film die wichtigste Person. Was wär beim Blitzen ein Donner ohne Ton? Der schärfste Schuss, der schönste Kuss, wär ohne Knall doch keine Sensation. Und wenn im Mai die Knospen springen, dann müssen Fink und Lerche singen. Wenn eine Bombe explodiert, dann hustet er wie toll. Und das klingt nachher wundervoll. Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche. Das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Er macht es so, dass ich mich selber täusche. Es gibt nichts, was mein Bruder nicht vertont. Er macht das Waldesrauschen, er macht den Wogenprall, er macht das Küssetauschen und den Revolverknall. Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche. Das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Und ich muss seine schlechte Erziehung jetzt ausbaden.